Sie hatte ihre Diagnose vor einem Jahr öffentlich gemacht. Traurige Nachrichten aus England: Die frühere Girls' Aloud-Sängerin Sarah Harding hatte erst vor einem Jahr ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht. Nun gab ihre Mutter am 5. September die traurige Nachricht bekannt, dass Sarah ihren Kampf gegen den Krebs verloren hat. Auf Sarahs Instagram-Seite veröffentlichen sie einen Brief an ihre Fans. Sarah war ein leuchtender Stern und soll so in Erinnerung bleiben. Die Botschaft beginnt mit den Worten: Eine Nachricht von Sarahs Mutter. Diese schreibt: Mit tiefem Herzensschmerz teile ich heute mit, dass meine wunderschöne Tochter Sarah leider verstorben ist. Viele von euch werden von Sarahs Kampf gegen den Krebs wissen und dass sie von ihrer Diagnose bis zu ihrem letzten Tag so stark gekämpft hat. Marie schreibt dazu: Sie ist heute Morgen friedlich von uns gegangen. Ich möchte mich bei allen für die freundliche Unterstützung im letzten Jahr bedanken. Es hat Sarah so viel bedeutet und es gab ihr große Kraft und Trost zu wissen, dass sie geliebt wurde. Ich weiß, dass sie nicht für ihren Kampf gegen diese schreckliche Krankheit in Erinnerung bleiben möchte. Sie war ein hell leuchtender Stern und ich hoffe, dass sie dafür in Erinnerung bleiben kann.